Einen solchen Kurssturz hatten die Händler an der Börse in Moskau seit der Lehman-Pleite vor gut 5 Jahren nicht mehr gesehen. Um gut 10% rauschten die Kurse nach unten. Mit makroökonomischen Daten oder einzelnen Unternehmenszahlen hat das nichts mehr zu tun. Es ist einfach so, dass der gesamte Markt unter Druck geraten ist. Auch der Kurs des Rubels fällt dramatisch und markiert gegenüber dem Dollar ein Rekordtief. Die Zentralbank versucht gegenzusteuern und erhöht am Montag den Leitzins von 5,5 auf 7%. Damit will sie verhindern, dass zu viel Kapital das Land verlässt und der Inflation vorbeugen. Die politische Krise könnte Russlands ohnehin angeschlagene Wirtschaft weiter schädigen. Für Russland bedeutet diese Zäsur jetzt in der Tat auch eine Frage, kommt man in einen konjunkturellen Negativtrend hinein. Das, was man mit Modernisierungspartnerschaft eigentlich beabsichtigt hat, was Russland auch dringend braucht, allein ohne Technologiepartner wie Deutschland wird es das nicht schaffen. Das steht jetzt im Grunde auf dem Spiel. Der deutsche Handelsriese Metro zum Beispiel plante eigentlich, seine Russland-Tochter in Kürze an die Börse zu bringen und das Geld im Land zu investieren. Insider vermuten, dass daraus nun so bald nichts werden wird.